Guten Abend, meine Damen und Herren. Sehen Sie jetzt Wetten, dass zum letzten Mal mit meinem Ex-Freund Markus Lanz in der Hauptrolle als Moderator. Und es erwarten Sie Höhepunkte, Highlights, einen Rückblick auf 30 Jahre Wetten, dass. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. 34 Jahre Wetten, dass. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich war lange nicht mehr im Fernsehen. Und nach dieser Pause melde ich mich heute mit meiner neuen Show Wetten, dass. Und ich hoffe natürlich, es gefällt Ihnen. 215 Folgen werden es am Ende sein. Und 4 Moderatoren, die den Samstagabend über Jahrzehnte geprägt haben. Und ich muss sagen, gerade mit Blick auf die vergangenen Tage ist mir das hervorragend gelungen. Und oft waren es die kleinen Geschichten und Skandelchen, über die man dann am Montag im Büro noch sprach. Sarah Connor trat in einem Hauch von nichts auf. Die Zuschauer waren empört und es wurde tagelang diskutiert. Wie viel Kleid muss sein und trug sie wirklich nichts drunter? Und dabei war das Rätsels Lösung ein fleischfarbener Slip. Und Gottschalk hatte natürlich den richtigen Spruch parat. Du musstest Mutti versprechen, dass du hochgeschlossen kommst, gell? Ganz genau. Ja. Unterwäsche-Check mit Patrick Lindner. Der muss nach einer verlorenen Wette den Spice Girls seine Unterhose präsentieren. Und Gottschalk zieht mit. Ist das ein really big underpants as well? Hätten Sie gedacht, dass wir beide die gleichen Unterhosen anhaben? Lindner und Gottschalk unten drunter geschmacklich auf demselben Trip. Wer hätte es gedacht? Hätte das gedacht? Die gleichen Unterhosen. Wir dürfen sagen, er steht klein drauf, aber nicht drin. Ob ich gewinne oder nicht. Ruhig und besonnen geht Frank Elstner mit Störern bei Wetten, dass um und sagt den legendären Satz. Udo, lass bitte die Herrschaften hier. Ich möchte hierzu Folgendes sagen. In meinem Studio wird keiner rausgeschmissen. Einen umwerfenden Auftritt hat Sängerin Bess Ditto, die sich augenscheinlich in Hansi Hinterseher verguckt hat. So romantisch. Boris Becker gibt die Vermählung mit seiner Holden bekannt. Also wir werden am 12. Juni in St. Moritz heiraten. Nein, schon wieder! Mensch! Und er springt sogar durch einen brennenden Reifen. Das muss Liebe sein. Wow. Und wo kann man sich besser versöhnen als in Deutschlands größter Unterhaltungsshow? Eben. Und so gab Modern Talking ihr Comeback bei Wetten, dass bekannt. Verspricht dein Herzblatt zu lieben und zu ehren wie in alten Zeiten? Ja. Ja, sagt er. Kandidat 2, versprichst du in Zukunft immer ein Kätzchen mit dem Namen von Kandidat 1 zu tragen? Ja. Ein ganz besonderer Moment war auch der, als der damals Sexiest Man Alive Hugh Jackman die damalige Familienministerin aus einer Mülltonne hob und auf Händen trug. Millionen Frauen waren eifersüchtig. Samstagabend geht nun eine Ära zu Ende.